Hallo, hallo. Heute ist zu Gast bei mir Professor Jürgen Kriez aus Osnabrück. Hallo, lieber Ja, Jürgen, ich würde dich gerne erst freut dich, danke. kurz vorstellen. Ja. Du bist also Professor Jürgen Kriez, seit 1980 Professor für Psychotherapie und klinische Psychologie an der Universität Osnabrück, seit 2010 emeritiert. Du hattest zuvor und teilweise überlappend über 25 Jahre auch Professuren in Statistik und Forschungsmethoden sowie Gastprofessuren unter anderem in Wien, Zürich, Riga, Moskau und in den USA. Du warst 2004 bis 2008 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie und hast darin 2007 ein Minderheitsvotum gegen das Methodenpapier des Beirats verfasst. Du bist psychologischer Psychotherapeut, Ausbilder in etlichen Weiterbildungsstudiengängen in verschiedenen Verbänden, Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft Berlin und der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Wien. Du hast etwa 250 Beiträge und 21 Bücher über klinisch-therapeutische und methodisch-statistische Fragen geschrieben und gibst zurzeit eine 30-bändige Psychologie-Lehrbuchreihe heraus. Du hast 2004 den Viktor-Frankl-Preis der Stadt Wien für dein Lebenswerk in humanistischer Psychotherapie erhalten. Du hast den Antrag der Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie auf Nachvollzug der wissenschaftlichen Anerkanntheit der humanistischen Psychotherapie durch den Wissenschaftlichen Beirat verfasst und du hast einen integrativen theoretischen Ansatz entwickelt mit dem Namen personenzentrierte Systemtheorie. Habe ich was vergessen? Also ganz sicher nicht, jedenfalls nicht, was man so professionell nennt, aber da wären wir schon fast beim Thema, was macht den Menschen aus, ne? Also professionell stimmt wahrscheinlich, aber als Mensch würde ich sagen, ist meine Musik beispielsweise wichtig oder eben Vater von vier Kindern und dass ich an meiner Seite seit weit über 30 Jahren eine Frau habe, die mich gut unterstützt. Ich denke, das ist mindestens genauso wichtig eigentlich wie das Professionelle. Du nennst deinen Ansatz personenzentrierte Systemtheorie. Was ist eigentlich das Spezielle an diesem Ansatz und welches Anliegen verbindest du damit? Fangen wir mit dem letzten an, mit dem Anliegen. Es geht mir nie darum, eine Theorie zu basteln, sondern es geht mir darum, zu verstehen, wie Menschen, also ich auch, Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selber aufnehmen. Und da fand ich in den gängigen Ansätzen, bei aller Wichtigkeit, von denen ich ganz viel gelernt habe, aber einen bestimmten Fokus jeweils ausgerichtet, aber wenn man darüber nachdenkt, jedenfalls erschien es mir so, muss man mindestens vier Ebenen einbeziehen. Die körperliche Ebene, die Ebene psychischer Prozesse, die Ebene interaktioneller Prozesse, ne, die jetzt zwischen uns beispielsweise läuft oder in der Familie. Allerdings auch die Ebene der Kultur, von der die Bilder, die Sprachmuster, die Grammatik letztlich stammt, die Erklärungsweisen und so etwas. Auch das ist eine Ebene, die sehr wichtig ist. Ja, und wenn ich wissen will, wie die zusammenspielen, dann brauche ich wiederum etwas, was sich dann Systemtheorie nennt, die mir eine Erklärung dafür oder ein Modell dafür liefert, wie die zusammenpassen. Also Person einerseits als etwas, was im Schnittpunkt dieser vier Ebenen, die ich dich angeschnitten habe, also Körper, Psyche, interpersonelles, Gesellschaft und Systemtheorie, die mir das Zusammenspiel dieser vier Ebenen erklärt. Und so ist dann dieser Name entstanden und auch dieser Ansatz. Kannst du vielleicht noch genauer sagen, was dir eigentlich einerseits an der Systemtheorie genau gefehlt hat? Könnte man sagen, ist das eine Theorie des Interpsychischen, was da fehlt? Und was dir andererseits an der personenzentrierten Theorie, zum Beispiel von Rogers, gefehlt hat, ist das vielleicht, sagen wir mal, die übergeordneten soziologischen Ebenen, die da nicht so zum Tragen kommen? Also ich fange mal bei Rogers an, weil das das Interessantere ist und auch mein Ausgangspunkt war. Ich bin ja von Hause aus, also von der Erstausbildung, Rogerianer. Rogers hat sehr gut thematisiert die Ich-Du-Beziehung und zwar sowohl Therapeut-Klient als eben auch eine Entwicklungstheorie, also warum Therapeut-Klient überhaupt so wichtig ist, also eine Nachbeälterung, wenn man so will, also auch schon die frühe Entwicklung, Mutter-Kind beispielsweise, also die Ich-Du. Und Zwei-Personen-Beziehung ist wunderbar beschrieben, aber es fehlt schon mal
etwas Strukturelles. Also was macht eigentlich in diesem Augenblick die Beziehung so aus, wie sie ist? Und da kommen natürlich beispielsweise ganz bestimmte Bilder, Metaphern, Erklärungsweisen rein, die nicht nur von sich Mutter und Kind selber ausgedacht haben, die nicht nur in der Familie ist, sondern wo zum Beispiel die Kultur mit reinkommt. Also im 20. Jahrhundert beispielsweise finden wir kaum eine Beziehung und kaum eine Person, die nicht dadurch geprägt ist, dass die Großeltern und Eltern hatte, die aufgewachsen sind zu Zeiten von zwei Weltkriegen, vom Dritten Reich und so etwas. Und da gibt es ganz bestimmte Metaphern, ganz bestimmte Vorstellungen, die sozusagen über Generationen mitgegeben sind. Etwas, was bei Rogers überhaupt nie thematisiert worden ist, ne, beispielsweise. Was eben auch nicht thematisiert wurde und wert bei Rogers, ist die Interaktion alleine auf der Familienebene. Also wie stabilisieren sich nicht nur in der Ich-Du-Beziehung, sondern in den sozialen Kreisen, in denen ich bin, ganz bestimmte Muster. Die sind nicht nur im Selbst stabilisiert, sondern eben werden eben durch Außenbeziehung stabilisiert. Und was bei Rogers auch tendenziell zu kurz kommt, ist der Körper, allerdings durch Gentlin und das Focusing, ist das in den personenzentrierten Ansatz mit reingekommen. Also man sieht, wie ich das jetzt so aufgezählt habe, da gibt es eine ganze Masse von Aspekten, die Rogers einfach nicht thematisiert hat, muss man so sagen. Nicht jeder kann alles thematisieren. Und bei der Systemtheorie, hast du richtig gesagt, oder bei der Systemtherapie, die hat lange Zeit nur auf Interaktion fokussiert und die Person völlig vernachlässigt, sodass ich schon, wie gesagt, in den 90er oder 80er Jahren sogar schon immer thematisiert habe. Es ist zwar toll, die Interaktionsmuster sich anzugucken, aber sie müssen immer durch das Nadelöhr persönlicher Sinndeutung gehen. Das ist jetzt ein bisschen durch die narrativen Ansätze mit reingekommen, aber auch selbst die systemische Therapie, selbst im Antrag des Wissenschaftlichen Beirats, der noch nicht so alt ist, also 2006 wurde der gestellt, stehen immer noch die Personen in ihren Interaktionen mit der Stabilisierung von bestimmten Symptomen im Raum. Aber es steht nicht sozusagen die Modellierung, wie läuft denn diese Stabilisierung wirklich ab und wie ist sie beispielsweise selbst zu gesellschaftlichen Verhältnissen und gesellschaftlichen Metaphern verbunden, geschweige denn, dass der Körper, nochmal, wenn er nicht gerade symptomatisch ist, ne, was trägt der zur Stabilisierung beispielsweise bei? Also viele Aspekte, die da einfach fehlen. Also man könnte sagen, das, was du anstrebst, ist weder eine einfache Verbindung von systemischer Therapie und Gesprächstherapie nach Rogers, noch eine systemtheoretische Reformulierung der personenzentrierten Theorie, sondern es ist eigentlich mehr so ein Versuch, ein übergeordnetes Begriffsgebäude zu entwickeln, mit dem eigentlich theoretisch die Konzepte und Vorgangsweisen prinzipiell eigentlich fast jeder Therapierichtung formulierbar sind. Könnte man das so sagen? Ja, wobei ich merke, so wenn du sagst Begriffsgebäude, ist es was Wichtiges, aber ich merke, so in mir widerstrebt da was, weil mir geht es nicht um Begriffe und nicht um Theorie, obwohl das natürlich eine Theorie ist, sondern mir geht es wirklich darum, etwas zu verstehen. Und es gibt ja manchmal auch so abgehobene Theorien, von denen man nicht genau weiß, dienen sie wirklich dazu, was zu verstehen, oder dienen sie dazu, Sprachkultur vorsichtig, freundlich formuliert, zu treiben. Ja. Das macht dann durchaus auch so intellektuelle, schöne Dinge beinhalten, aber darum ging es mir nie. Also mir geht es wirklich darum, substanziell etwas zu verstehen. Und wenn man das ins Zentrum rückt, würde ich sagen, ja, so ist es. Und da die Patienten, sagen wir, der Verhaltenstherapeuten oder der Psychodynamiker, wie sie ja neudeutsch heißen, oder der humanistischen Therapien oder der systemischen, ja nicht so unterschiedlich ist, ist natürlich ein Ansatz, der in der Tat beansprucht, das möglichst vollständig rekonstruieren zu können, das möglichst vollständig verstehen zu können, kann als Metatheorie sozusagen gesehen werden, obwohl eben Metatheorie nicht primär die Idee hat, so drüber zu schweben oder so abgehoben zu sein, sondern eben nur, man könnte auch sagen, theorieneutral oder schulenneutral zu sein. Weil das Anliegen kann ich sehr, sehr wohl würdigen. Es ist ja auch der Ansatz tendenziell daraus entstanden, als ich dieses Buch geschrieben habe, wo ich dann
so lange in jedem Ansatz mich beschäftigt hat, bis ich wirklich überzeugt war, das ist richtig. So wie bei dem Sufi-Geschichten. Das ist wahr und das ist wahr und das ist wahr und das ist wahr. Aber wie passt das dann zusammen? Das sind ja sehr unterschiedliche Perspektiven. Und vielleicht kam der Wunsch auch daher, dass irgendwie diese Perspektiven, die ich zu schätzen weiß, die ich sehr wichtig finde, aber wo immer natürlich dann ein Stück fehlt, sonst gäbe es ja gar keine unterschiedlichen. Wie kann man das miteinander verbinden? Ja, jetzt gibt es ja in der Systemtheorie ganz viele unterschiedliche Richtungen. An welcher Richtung der Systemtheorie orientierst du dich eigentlich? Also hauptsächlich. Ja, also historisch gesehen, es wird mir auch immer vorgeworfen, war ich froh, überhaupt mal auf diese Theorie von Maturana und Varela zu stoßen, weil es die erste für Psychologen, für mich damals wahrnehmbare Theorie war, die nicht so Ursache-Wirkung so platt zueinander gesetzt hat. Ne? So, das machen wir als Input und dann kommt das als Output und dann machen wir vielleicht noch was Vermittelndes und so etwas, das mir immer zu kurz war, gerade als Rogerianer, weil das ja die Umgebungsbedingungen. Die Aktualisierung spielt da eine Rolle, also das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und wenn man so will, war Maturana Varela historisch gesehen, so für mich in den 70er Jahren, schon mal eine Alternative. Da wurde plötzlich was aus umfassenderen Zusammenhängen erklärt. Also war ich zumindest in meinen ersten Schriften, so in den späten 70ern und 80ern, durchaus ein Anhänger von Maturana Varela und dann hat es ja Luhmann für die Soziologie durchdekliniert und fand das gar nicht schlecht. Aber in der Tat, was ich vorhin sagte, wenn man ein bisschen länger nachdenkt, dann fehlt einem ganz viel. Also die Fragen, die von Luhmann wunderbar für gesellschaftliche Systeme angegangen und durchdekliniert werden und auch für Subsysteme, also das Rechtssystem oder das Wirtschaftssystem und so etwas, das taucht aus meiner Sicht für die Fragen, die ich als Therapeut habe, ja, nur sehr bedingt, um das mal ganz freundlich zu formulieren. Ich weiß gar nicht, warum die Leute alle darauf abfahren. Also ich vermute mal, weil sie vielleicht mit ähnlichen Anliegen kamen wie ich und das dann verbal vorgefunden haben. Also habe ich weitergesucht und bin dann auf etwas gestoßen, was ich dann in den 80er Jahren überhaupt jetzt aus den Naturwissenschaften in andere Wissenschaften hinein diffundiert ist, nämlich der Ansatz von Haken, der eigentlich zunächst mal naturwissenschaftlicher war, aber inzwischen längst erkannt worden ist, das ist eher ein allgemeiner Ansatz, den man auch in den Naturwissenschaften verwenden kann, aber genauso gut, also es ist eher ein strukturell, sehr allgemeiner, eben genauso gut auch in Sozialwissenschaften oder dann eben auch in der Psychotherapie. Und das ist so die Grundlage, wobei mir immer wichtig ist zu betonen, dass es eben keine Naturwissenschaft ist, sondern wenn man so will, eine strukturwissenschaftliche Erklärung. Was macht denn gerade diesen systemtheoretischen Ansatz für die psychotherapeutische Anwendung für dich so besonders interessant? Sie macht interessant, dass sie eben genau das leistet, worum es mir geht, unterschiedliche Prozessebenen miteinander zu verbinden. Das leistet sonst keine Theorie. Also bei Luhmann, Maturana, Varela heißt das einfach Interpenetration oder strukturelle Kopplung. Das klingt, sind tolle Worte, aber wenn man mal genau versucht, was passiert denn da im Detail, wird man im Regen stehen gelassen. Was sagt der Haken dazu? Wenn ich jetzt eine Systemebene rausnehme, dann kann man zeigen, dass Fragen der Stabilisierung von Ordnung, die ja sehr wichtig ist, warum werden bestimmte Symptome, die auch eine Ordnung darstellen, aufrechterhalten, und der Veränderung von Ordnung, was natürlich Therapie beinhaltet, ne, in unserem Bereich, dass die sehr präzise angegangen werden können, und zwar in einer Weise, wie sie bereits Rogers thematisiert hat oder wie sie bereits die alte Gestalttheorie thematisiert hat, nämlich indem Umgebungsbedingungen verändert werden in bestimmter Weise und dann das System zu ihm inhärenten Formen selber findet. Also bei der sogenannten Emergenz, zunächst mal ordnungsbildet, das ist für uns als Therapeuten nicht so spannend. Das war für die Naturwissenschaftler spannend, für uns nicht so sehr, weil die Leute kommen mit Ordnung, die nennen sich dann Symptome oder Probleme oder sonst etwas, in der Regel jedenfalls. Aber den Ordnungsübergang, also von einer Ordnung, die nämlich leidvoll ist für uns, in eine andere Ordnung, die weniger leidvoll ist, aber eben nicht durch Training von außen oder durch Herausfinden, wie funktioniert eine bessere Ordnung im Coaching oder sonst etwas oder durch zielgerichtete Intervention, gegen die manchmal gar nichts einzuwenden ist, aber das ist nicht das einzige Prinzip, sondern es geht dadurch, dass ich Umgebungsbedingungen schaffe, schaffe ich die Möglichkeit, jetzige leidvolle Ordnung sozusagen zu transformieren in solche,
die neu adaptiv, worüber wir schon diskutiert haben, neu adaptiv, besser angepasst an die Lebensaufgaben, die sich gerade gestellt haben, sind. Und die einzige Theorie, die das leistet, zu sagen systemwissenschaftlich, ist tatsächlich der Ansatz von Haken. Ich würde gerne kurz nochmal zu dem Anliegen zurückkommen, was du ganz allgemein damit verbindest. Und zwar, wir haben ja jetzt gerade diesen Antrag an den Beirat geschrieben und begründet, warum die humanistische Psychotherapie eigentlich eine Art übergeordnetes Konzept ist, die verschiedene Methoden beinhaltet. Wie wäre jetzt eigentlich das Verhältnis von personenzentrierter Systemtheorie auf der einen Seite und der humanistischen Psychotherapie auf der anderen Seite? Ist das was auf einer Ebene oder ist deine Theorie was quasi Übergeordnetes oder wie wäre da das Verhältnis zu verstehen? Ich würde sagen, es ist schon ein humanistischer Ansatz. Also insofern würde ich sagen, erstmal auf derselben Ebene. Insofern, als im Zentrum steht die Frage, wie kann ich den Menschen sozusagen mit seinen Anliegen, mit seinem Sinn verstehen, in seiner Zielgerichtetheit, in seiner Ausgerichtetheit von dem Hintergrund biografischer Gewordenheit. Ausgerichtet, also teleologisch, was eben auch in der Systemtheorie wiederum als Möglichkeit angelegt ist, also ausgerichtet auf eine Zukunft, sinnhaft ausgerichtet. Und das ist ja immer im Hier und Jetzt entscheidend, also die Vergangenheit, die ich irgendwie sinnhaft erklären muss, also der Sinn spielt eine Riesenrolle, und die Zukunft, die irgendwie, auf die ich mich immer ausrichten muss, und zwar beides im Hier und Jetzt. Und diese Verbindung, also den Menschen immer als sinnhaftes Wesen zu begreifen, als jemand, der sein Dasein in der Welt bei allen Beschränkungen, die oft bis zu körperlicher Behinderung oder sonst etwas gehen, aber trotzdem noch frei definieren muss. Also sie beschränken ihn zwar, geben die Umgebungsbedingungen vor, aber determinieren nicht, wie er sich empfindet. Deswegen sind ja auch manchmal Rollstuhl, also Querschnittsgelähmte, tendenziell zufriedener als Leute, die gesund und reich und sonst etwas sind. Ne? Also man sieht plötzlich, das Menschsein ist nicht nur durch äußere Dinge determiniert, sondern hat was Freies. Und das steht auch im Zentrum der personenzentrierten Systemtheorie. Also die Person, vielleicht kommen wir auf den Begriff gleich nochmal, weil der natürlich auch etwas weiter gefasst wird als bei Rogers. Und von daher würde ich sagen, es ist ein humanistischer Ansatz, weil das zentrale Anliegen ist. Aber da sie jetzt nicht so schulmäßig, historisch konträr jetzt zu anderen Ansätzen steht, der Verhaltenstherapie oder der psychodynamischen oder der Systemtherapie, die sich ja sowieso alle mehr und mehr, weniger einander annähern, würde ich auch sagen, hat das auch was Übergeordnetes, wenn wir dann schon sowas haben wollen, oder was Integrativeres. Aber auch der Begriff Integration ist eigentlich etwas, wo ich sagen würde, ist es eigentlich Integration? Ich würde sagen, nee, es ist, ich teile nur nicht etwas auf in Kasten oder fokussiere etwas und blende andere Sachen aus, die eigentlich zusammengehören. Von daher würde ich sagen, Integration hat man immer das Bild, da kommen Sachen zusammen. Bei mir kommen nicht Sachen zusammen, sondern ich blende nichts aus oder ich versuche, möglichst wenig auszublenden. Konkret muss man den Fokus dann auch immer, wenn man ein bestimmtes Thema hat oder ein bestimmtes Problem hat, auch den Fokus legen. Aber konzeptionell zunächst mal wird nichts aus oder möglichst wenig ausgeblendet. Wird natürlich die einzelnen Schulen schon, das war ja auch leider die Notwendigkeit, diesen Ansatz zu entwickeln, schon mit ihrem Fokus dann durchaus auch sehr viel ausblenden jeweils. Also man könnte sagen, es ist quasi eine humanistisch orientierte Theorie, aber jetzt nicht ein eigenes Verfahren Nee, quasi, das wollte ich auch nie was haben. jetzt an sich auch quasi einen eigenen Antrag beim Beirat stellen Nee, könnte. bloß nicht. Also ich Ne? hatte nie den, und das unterscheidet mich vor allen Dingen, es gibt viele Ähnlichkeiten zu Grawe übrigens. Ne? Sie hatten, glaube ich, beide das Anliegen, von dem Hintergrund auch neuerer Theorien, auch psychologischer Theorien, aber auch in ne, auch sonstiger. Grawe hat sich ja unglaublich erstaunlich durch seine Umgebung, da ist ja Tschacher in der Umgebung und sonstiger, also auch Systemtheoretiker in so eine Richtung entwickelt, die mit seiner Schematherapie oder Theorie, die er dann auch entwickelt hat. Also da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Aber sein Anliegen, glaube ich, von Klaus Grawe war immer auch eine Richtung zu schaffen. Die allgemeine Psychotherapie, so wie er sie ja dann teilweise genannt hat. Und das war nie mein Anliegen. Mir geht es wirklich, ich glaube, es gibt so viele reichhaltige Ansätze, die in 100 Jahren entwickelt worden sind. Und ich glaube, klugerweise entwickeln dann Leute auch noch weiteres.
Aber allein schon diese Reichhaltigkeit, ich glaube, damit ist jeder Therapeut gut bedient, wenn nicht überfordert, davon Gebrauch zu machen. Mir geht es eher darum, einen Rahmen zu bilden oder zu geben, um von dieser Reichhaltigkeit Gebrauch zu machen, nicht zu sagen, oh, das darf ich jetzt nicht, weil ich gehöre der Schule an, oder das ist eigentlich ganz interessant, was die da machen, aber das kann ich ja nicht machen, weil das passt sozusagen nicht in meine Theorie. Also zwar zu sehen, ja, irgendwie hilft das ja Menschen, das scheint ja auch relevant zu sein, aber das passt sozusagen nicht. Und das ist doch allein schon von der Frage her irgendwie merkwürdig. Wie kann etwas, was Menschen hilft, was sie anspricht, was bedeutsam für sie ist, in Therapie nicht aufgenommen werden? Da muss man darüber nachdenken. Ist das denn etwas, reden die mit anderen Menschen, kommen die vom anderen Planeten oder was? Und wenn man dann sagt, nein, das sind dieselben Menschen, und da muss man doch auch fragen, ja, wie passt das denn zu mir zusammen? Wenn das denn dieselben Menschen sind, ja, wie erkläre ich denn, wie kann ich verstehen, dass die auch erfolgreich sind? Ne? Und dann muss ich sagen, na gut, die sind erfolgreich. So will ich nicht vorgehen, also bestimmte Form der Verhaltenstherapie. Also Tokenökonomie ist auf jeden Fall erfolgreich. Ne? Also einfach Belohnungssysteme oder so etwas. Da würde ich sagen, na gut, in manchen Kontexten passt das sogar auch, aber in vielen, wo ich es auch anwenden könnte, auch erfolgreich wäre, ist es etwas, wo ich sagen würde, nee, so will ich nicht behandelt werden und so will ich auch nicht behandeln, beispielsweise. Da kommt also plötzlich eine Wertentscheidung rein. Aber theoretisch muss ich zumindest dann auch trotzdem erklären können, ja, wie verstehe ich denn das, dass das so erfolgreich ist, ne? Die Systemtheorie, die beschreibt ja nicht-lineare Systeme. Könntest du aus dem Bereich der psychotherapeutischen Praxis ein Beispiel dafür geben, was jetzt ein lineares und was eigentlich ein nicht-lineares System wäre? Ist natürlich immer Idealisierung, aber eher linear wäre zum Beispiel progressive Reizkonfrontation. Also ne, wenn ich beispielsweise seine Spinnenphobie jetzt überidealisiert und übervereinfacht, die Aversion dadurch vermindere, dass ich erst eine ganz kleine aus großer Entfernung zeige und sozusagen immer annäher, da sieht man richtig, also so das Denken, immer der Reiz wird immer stärker und so wird es ja auch kontrolliert, also können Sie es noch gerade aushalten, dann kommt der nächste Schritt, man macht so eine Hierarchie und das Abarbeiten, also überall schreit es sozusagen nach einem ziemlich geradlinigen Weg, der mit Stärke sozusagen unmittelbar verarbeitet wird. Ne? Das ist also für so ein ganz typisches Beispiel. So finden manchmal auch Prozesse statt, aber in der Regel, wenn ich mir Problemlöseprozesse angucke, beispielsweise, also wie löse ich denn ein Problem? Und ich setze mich hin, ein komplexes Problem, denke nach und plötzlich kommt irgendwie, nach einer Stunde habe ich es gelöst. Dann ist es ja nicht so, dass ich nach 10 Minuten ein Sechstel gelöst habe und nach einer halben Stunde habe ich die Hälfte gelöst und nach einer Dreiviertelstunde habe ich drei Viertel gelöst. Sondern zunächst mal passiert da sozusagen lange Zeit gar nichts. Ich wühle da Plötzlich rum und ist die plötzlich, Lösung aha, ist da. das da. Ist ein typischer Nicht-Linearer. Und ich würde sagen, für ganz, ganz viele, das war jetzt nur ein Beispiel, für ganz viele Entwicklungsvorgänge, also auch das Laufen lernen beispielsweise, das allerdings etwas anders funktioniert, aber auch da, wenn jemand im Gips 2 Jahre liegt und dann aus dem Gips kommt, braucht er nicht nochmal ein Jahr, um laufen zu lernen, sondern das lernt er, also wenn das einigermaßen hergestellt ist, lernt er in wenigen Tagen sozusagen, weil die Reifung da ist. Also auch Reifung ist etwas, was nochmal wieder anders funktioniert. Aber ganz, ganz viele Entwicklungsvorgänge und was wir auch in Therapien erleben, ist in der Regel nicht linear. Man müht sich ab und müht sich ab und müht sich ab und müht sich ab, Therapeut und der Klient auch müht sich ab und müht sich ab und nichts funktioniert sozusagen oder die Schritte sind kaum zu erkennen. Und plötzlich, so ähnlich wie beim Problemlösen, ja, jetzt habe ich das, was davor an Arbeit, und man merkt auch, das ist nicht überflüssig, was davor war, aber was da an Arbeit und an Komplexität geschaffen wurde, ordnet sich relativ plötzlich durch scheinbar unwichtige Anlässe, eigentlich oft können Sie gar nicht sagen, was das war, ganz plötzlich neu. Und wir haben ganz typisch, und so ist es auch im ganzen Leben, wenn wir das angucken, die wichtigen Schritte waren. Wenn wir dann einen größeren Zeitraum nehmen, nicht so linear, immer mehr und immer mehr, sondern oft in solchen nicht-linearen Übergängen, wo ganz plötzlich ein Umschwung passiert. Und ich würde sagen, für Entwicklungsprozesse, für Lernprozesse, für therapeutische Prozesse, für begleitende Lehrprozesse ist das so typisch, dass man sich eigentlich fragen muss, wieso kommen Psychologen auf die Idee, dass fast alles linear erklärt werden muss.
Können solche nicht-linearen Prozesse eigentlich mit den herkömmlichen Forschungsmethoden, die ja in der Psychologie und Psychotherapie üblich sind, eigentlich überhaupt noch erfasst werden? Oder bräuchte es da eigentlich ganz eigene neue Forschungsmethoden? Ja, das ist auch das große Problem. Klar, braucht es oder bräuchte es, die gibt es ansatzweise, aber sie sind nicht so gut entwickelt wie das lineare Modell in der Statistik. Also du sagtest ja, ich gebe was raus, gerade entsteht jetzt wieder, also ich habe die beiden Statistikbücher auch begleitet, die bereits entstanden sind, jetzt gibt es gerade über multivariate Verfahren. Das ganze Buch ist voll mit dem linearen Modell. Weshalb? Ja, es geht sowieso in der Forschung. Und auch in der Statistik, also in den mathematischen Methoden, wie ich dann das untersuche, geht es sowieso immer um Idealisierung. Ich muss von ganz vielen Sachen abstrahieren. Und jetzt nochmal, wenn ich jetzt Zusammenhänge oder mit Differenzen angucke, was aber formal ziemlich ähnlich ist, dann ist natürlich das lineare Modell, also durch eine Gerade darstellbar, deutlich oder durch mehrere Geraden, dann also Regression oder sonst etwas, deutlich mathematisch einfacher zu behandeln als Nichtlinearität. Und die Frage, und das ist das Problem bereits von Wissenschaft, die dann, also auch gerade von Psychologie, die über eigenen Bedingungen oft zu wenig nachdenkt, also die hat immer glaubt, es gibt was, sowas wie Faktoren oder es gibt sowas wie linear oder die Regression, kriegt was Ontologisches. Nee, die Frage ist genau andersrum zu stellen. Kann ich mit einem so einfachen Modell von linearen Gleichungen oder dem linearen Modell, dass bestimmte Varianzen abschöpft, wie weit kann ich da bestimmte Erklärungen vorantreiben? Und da kann man sagen, naja, das ist eine unzulässige Idealisierung eigentlich, aber in bestimmten Bereichen, wenn ich aufpasse, dann gibt sie mir auch bestimmte Fragen, die ich allerdings sehr präzise stellen muss, auch sehr präzise Antworten. Aber wie du ja sagtest, zu Recht, wenn ich das nicht linear betrachte, also gerade systemtheoretische Zusammenhänge mir angucke, da komme ich in der Tat mit dem linearen Modell nicht sehr weit. Also ich bräuchte eine adäquate Methodologie und Methodik, die ansatzweise da ist, aber eben nur ansatzweise in der Psychologie, Forschung, obwohl alle von Systemen und Zusammenhängen und so gern herumreden, aber gibt es die nicht. Deswegen geht man gern auf dieses Lineare zurück, ontologisiert das allerdings, da wird es schon schwierig. Und wenn ich aber nicht linear denke, dann muss ich eben wissen, wenn ich diese Modelle verwende, dann haben sie eine noch viel, also ich muss noch viel, viel vorsichtiger sein in den Aussagen, was ich beispielsweise beim Wissenschaftlichen Beirat bemängel, aber auch bei anderen, die sozusagen denen eine viel zu große Erklärungskraft unterstellen. Wenn man also sehr, sehr vorsichtig ist und sehr, sehr stark auf Artefakte achtet, dann muss ich das nehmen, was ich habe? Und da ist das lineare Modell, also ne, dazu auch Faktorenanalyse, Varianzanalyse, Smallest Space Analyse, also ganz, ganz viele Dinge gehören dazu, kann ich sie verwenden. Allerdings, der erste Punkt ist schon, ich kann eigentlich, oder ich muss sehr vorsichtig sein, allein schon beim Aggregieren von Daten. Weil wenn ich nicht lineare einzelne Verläufe habe, kann ich mir die genau angucken. Aber beim Aggregieren ist die Gefahr, dass ich da Artefakte begehe, vergleichsweise groß. Also das, was naiverweise ganz, ganz viele Psychologen machen, was in der randomisierten, kontrollierten Forschung fast eine Voraussetzung ist, ist eigentlich ein Riesenverstoß gegen das Aggregierungsverbot, wenn ich daran glaube, dass nicht alle Entwicklungsverläufe linear sind. Weil ich weiß ja gar nicht, an welcher Stelle der jeweils steht. Also wann das jeweils nicht linear hochgeht. Und dann kann ich je nach Gruppe das eine oder andere erzeugen. In deiner Theorie spielt ja der Begriff der Person eine entscheidende Rolle. Könntest du mal erläutern, was innerhalb von deiner Theorie du unter Person eigentlich verstehst? In der Tat ist es, heißt ja auch personenzentrierte Systemtheorie. Das ist etwas sehr Schwieriges, und deswegen bedarf es auch einer Erläuterung. Also, wenn wir so naiverweise von Personen reden, dann machen wir schon mal den Unterschied oft zwischen der ersten Personenperspektive, also was doch wir gerade eben hatten, die Subjektivität. Also meine Gefühle von Angst oder mein Zahnschmerz ist eben was Subjektives, unabhängig davon, was auf physiologischen Ebene gemessen wird oder was ich dir beschreiben kann oder was du, wenn du mein schmerzverzerrtes Gesicht siehst, sozusagen glaubst zu erkennen. Das wäre die dritte Personenperspektive. Ne, also wir haben die erste Person, die zweite, die Ich-Du-Beziehung bei Buber, bei Personen eine wichtige Rolle spielt und die dritte. So, wenn du jetzt die Person anguckst,
und drüber nachdenkst oder jemals von formaler Perspektive, also der personenzentrierten Systemtheorie drauf guckst, dann ist das schon mal spannend, dass diese scheinbare Trennung von erster, zweiter und dritter Person zwar konzeptionell sinnvoll ist, aber in Wirklichkeit zusammenkommt. Also meine Subjektivität, also wenn ich jetzt als Erwachsener sage, da habe ich Zahnschmerz und darauf referiere, mir das selber verständlich mache, mache ich mir mit den Kulturwerkzeugen und damit mit der dritten Person Perspektive deutlich. Also in meinem Organismus passiert etwas, das ist völlig klar, das passiert bei Tieren aber auch. Die haben aber auch keine Person in dem Sinne, sondern das sind organismische Prozesse. Wenn ich aber selber merke, das ist Trauer oder Schmerz oder Verzweiflung oder einfach nur ein Unwohlsein, alles das sind Worte und nicht nur in der Kommunikation jetzt zu dir, sondern ich mache mir mit Worten etwas verständlich, ne, was ja jetzt auch im personenzentrierten Ansatz Symbolisierung heißt. Also ich mache mir einen organismischen Prozess mit Begriffen, mit Worten, von mir aus auch mit Bildern, die zeichnen, aber es ist immer das Gleiche, verständlich. Benutze also Kulturwerkzeuge der dritten Person und schon mal kommt erste und dritte Person zusammen sozusagen. Damit ich mich selber verstehe oder eben auch nicht verstehe, da kann man sich eben auch über sich irren. Das sind bei unseren Patienten, die irren sich über sich selber und wundern sich dann, dass ihre Erklärungen aus der dritten Person Perspektive eigentlich unangemessen sind für das, was sie wirklich fühlen oder wie sie sich wirklich verhalten, ne? Und, oder wie sie wirklich wahrnehmen beispielsweise. Also da merken wir schon, da gibt's, man kann sich über sich selber ganz schön irren. Also erste und dritte Person kommt da zusammen. Aber wie kommt es zusammen? Das hat Rogers oder sagt jetzt die moderne Säuglingsforschung auch, indem erstmal eine intensive Ich-Du-Beziehung da ist, und da kommt die zweite Person-Perspektive dazu, indem nämlich ein signifikanter andere, also in der Regel die Mutter oder der Vater oder notfalls auch jemand anders, die Bedürfnisse des Kindes, also die Affekte am Anfang erstmal und weiteres, nicht nur richtig liest, in Anführungsstrichen, sondern auch schon relativ bald es kommentierend begleitet. Also eigentlich in der Ich-Du-Beziehung an den Menschen auch wiederum die Kulturwerkzeuge heranbringt, damit dieser Mensch nicht nur seine Bedürfnisse befriedigt bekommt und richtig gelesen bekommt, sondern sie auch versteht. Also ein Mensch, der immer alle Bedürfnisse adäquat befriedigt bekommt, der wird vielleicht zwar tendenziell, würde man sagen, objektiv glücklich, aber er würde sich nie selber verstehen sozusagen. Also um sich zu verstehen, brauchst du die Kulturwerkzeuge der dritten Person. Und alles das fließt in der Person zusammen. Und wir sehen, dass der Personenbegriff eigentlich so sehr viel umfassender, komplexer ist, als er auch im personenzentrierten Ansatz oder in anderen Ansätzen thematisiert wird. Und du merkst plötzlich, wie wieder diese vier Ebenen, die ich am Anfang sagte, selbst in so einem Begriff der Person, darüber werde ich übrigens auch im Kongress jetzt auch ein bisschen reden, wenn du über die Person nachdenkst, notwendigerweise zusammenkommt. Und ich finde das unglaublich spannend, dass selbst sowas, was immer, ne, das ist subjektiv und wir wollen das doch eine subjektive Wissenschaft haben und nicht nur so eine objektive von außen, dass das eine interessante, für den Diskurs eine interessante Trennung ist, aber nicht wirklich. Also wenn du jetzt, wie erlebe ich, das war ja immer mein Grund, wie erlebe ich, wie verstehe ich mich in der Welt und wie verstehe ich jemand anders in der Welt? Da kommt das unmittelbare Personale ins Zentrum bei diesen Fragen. Und aber bei diesem Zentrum sind alle Perspektiven drin und wenn du was ausblendest von dem, was ich gesagt habe, ist das bereits eine Verkürzung, die, ich würde sagen, inadäquat ist. Du kannst nicht die eine oder die andere oder die dritte oder die vierte Perspektive, die ich jetzt auf erwähnt habe, also nicht das Ich-Du kannst du nicht rausblenden, weil dann hast du keine Entwicklungsgeschichte. Du kannst das Ich nicht, weil dann bleibt die Subjektivität draußen. Du kannst aber auch die Kulturwerkzeuge nicht ausblenden, weil dann hast du kein Verstehen drin. Und du kannst die Kultur insgesamt also nicht ausblenden, weil dann hast du nicht drin die Muster, in denen du verstehst, also die Metaphern, die Sprachstruktur und sonst etwas. Und alles das kommt zusammen, wenn ich verstehen will, warum mache ich in einem bestimmten Augenblick das, was ich tue. Und wenn ich verstehen will, warum macht der andere das, was er tut? Und du siehst, wie kompliziert das ist. Die Systemtheorie beschreibt ja psychische Veränderung als Phasenübergang von einem Ordnungszustand zum nächsten. Was wäre eigentlich jetzt im Bereich der Psychotherapie der Unterschied zwischen einem systemisch verstandenen Phasenübergang und einem linear-kausalen Ursache-Wirkungsprozess?
Also ein Phasenübergang ist zum Beispiel, wenn ich mit einem Problem mich beschäftigt habe, plötzlich macht es aha. Oder wenn ich in meinen Sozialbeziehungen immer wieder und immer wieder und immer wieder dieselben früh gelernten Muster sozusagen anwende und plötzlich nicht nur was anderes probiere, sondern dem, was probiert wird, der andere darauf anders reagiert, plötzlich eine andere Interaktionsordnung entsteht. Oder indem ich bestimmte Sätze, die ich immer hatte, wie ich die Welt erkläre, die aber sehr malig war, wie wir noch von außen beschreiben würden, das aber ich selber nicht gemerkt habe, sich plötzlich eben plötzlich ändern. Nicht, also man hat das zwar rausgearbeitet, die Situation, aber plötzlich macht aha, wie wir alle als Therapeuten, ne, diese zentralen Sätze, die auch nur Komplexität gerinnen lassen, also nicht linearen Übergang bewirken lassen. Und linear ist eben der Versuch, wir hatten auf jeden Fall bei Expositionstherapien, aber auch, ich habe gerade nachgedacht, ich glaube, sowas, was der Ellis hat beispielsweise mit dem sokratischen Dialog, es läuft ja nicht wirklich linear, aber der Versuch ist sozusagen durch richtiges Denken oder so etwas doch zielgerichtet, schrittweise tendenziell so die richtigen Muster zu erzeugen. Ich würde sagen, was wirklich abläuft, wenn ich darüber nachdenken würde, ist es auch nicht linear. Aber die Erklärungsweisen, die Herangehensweisen, sind schon so, dass man glaubt, es könnte schrittweise, so erreicht werden. Ist ja auch oft so. In der Verhaltenstherapie ist ja sehr typisch, dass ich so einen Plan habe, wo ich schrittweise irgendwelche Dinge abarbeite. Und unter bestimmten Bedingungen funktioniert das auch sehr gut. Aber es ist eigentlich für Entwicklungsprozesse nochmal, muss hinterfragt werden, ob die wirklich, so ablaufen. Und ich glaube, sehr selten. Jetzt spielen ja für das Einanderverstehen, aber auch für innerpsychische Prozesse in deiner Theorie, dass der Begriff Komplettierungsdynamik eine ganz entscheidende Rolle. Könntest du mal erklären, was damit gemeint ist? Bei allen Ordnungsbildungsprozessen zeichnen sich Ordnungen, die überhaupt entstehen, oder auch bei dem Übergang von Ordnung zu Ordnung zunächst ja nur ganz grob an. Also auch bei dem Aha-Erlebnis hat man nur so eine ganz grobe Idee erstmal. Aber wenn die erstmal so anfängt zu ordnen, dann geht das sehr, sehr schnell. Es gibt so Beispiele, wo es sehr deutlich wird. Also wenn in einem Raum nach einem Konzert beispielsweise erstmal 10% oder noch weniger einen bestimmten Rhythmus klatschen, der einigermaßen passiert, dann fällt automatisch der Rest in, wenn es einigermaßen stimmt, in diesen Rhythmus ein. Also was sich zeigen lässt, ist, dass Ordnung, das ist natürlich ein systemtheoretischer Begriff, ne, dass Ordnungen, die ansatzweise entstehen, die aber adäquat sind, es geht aber immer um inhärente, adaptive, passende Ordnung an die Gesamtbedingungen, die sich automatisch verstärken, da kommt sowas wie Autokatalyse und alles solche schwierigen Dinge da rein, die werden also verstärkt und komplettieren sich sozusagen. Wie läuft das ab? Wenn du mir jetzt etwas von erzählst, wir kennen uns ja so ein bisschen, nicht sehr intensiv, aber du hast mir schon hier und da mal was von deiner Biografie erzählt. Irgendwie habe ich so ein inneres Bild davon. Und wenn du jetzt noch irgendwas dazu sagst, ordne ich das automatisch in dieses Bild ein und ich höre ganz bestimmte Dinge und komplettiere sozusagen dieses Bild. Und das war sicherlich auch schon sehr, sehr früh. Wenn wir von einer anderen Person was hören, nur ganz, ganz wenige Sätze oft, haben wir so ein ganz, ganz grobes Bild. Wir haben ja nur wenige Sätze gehört. Aber wir speichern meist nicht einzelne Sätze ab, sondern eher einen groben Zusammenhang, also eine Gestalt, eine Ordnung oder wie immer du das nennen willst. Und weitere Informationen wird bereits, die Aufnahme von Informationen, die Steuerung von Informationen und die Zuordnung wird bereits so organisiert, dass es dieses Bild immer mehr komplettiert. Es wird also immer detaillierter. Und das gilt, ist natürlich wichtig für kreative Prozesse, ist wichtig für therapeutische Prozesse, ne, überall da, wo sich neue Ordnung sozusagen ergeben. Und wenn du intuitiv bist, kannst du das eben oft auch schon spüren sozusagen. Du kannst es oft noch nicht mal benennen, ne? Aber du hast so eine Idee, ah ja, da könnte es sich hin entwickeln. Und der Vorteil übrigens ist von solchen, da kommt die Teleologie übrigens auch rein, dass es zielgerichtet ist, aber zielgerichtet nicht im Sinne von Zielen, die ich linear wiederum vorgebe, sondern als eine grobe Idee am Horizont. Und deswegen ist sie immer adaptiv. Wenn die Bedingungen sich dann, während du dich dem näherst, sich ändern, kannst du das immer wieder nachsteuern sozusagen. Während bei einem Plan beispielsweise, der ja lineare Schritte
vorgibt und die Bedingungen ändern sich, ja, dann machst du zwar einen neuen Plan, aber du musst den alten verwerfen eigentlich. Du machst auf der Basis dessen und der neuen Ziele machst du einen neuen Plan. Dieses zielgerichtete, dieses teleologische, das imaginative, das ausgerichtet sein, also wo der Weg auch ein Stück des Ziels ist, das ist der Sinn dahinter, hinter diesem, der Weg ist das Ziel auch, na, dieses auf eine Zukunft ausgerichtet zu sein, was für den Menschen ja sehr typisch ist, zeigt eigentlich, wenn er nicht zu neurotisch ist und zu sehr immer nur in Plänen denkt, sondern auf eine Zukunft ausgerichtet ist, dann, wenn sich die Bedingungen ändern, es auch adaptiv ist und während er noch hingeht, sozusagen es neu immer ordnen kann, weil die Ordnung ja noch nicht da ist. Sie entsteht erst und komplettiert sich. Jetzt gehst du ja davon aus, dass das menschliche Erleben und Handeln sich in Form von Sinnattraktoren organisiert. Was du jetzt unter einem Sinnattraktor verstehst, das scheint irgendwie was anderes zu sein oder tendenziell was anderes als das, was Frankl oder auch Lengle unter Sinn verstehen. Was ist denn da der Unterschied? Ja, ich würde sagen, dass bei Frank und Lengle und du bist auch bei mir, dass, wenn du so willst, in meiner Sprache dann um die ganz großen Sinnattraktoren, um den Sinn des Lebens oder um die ausgerichtet sein, aber des Lebens eher. Bei mir ist es viel bescheidener. Also das gibt es auch, ne, aber viel bescheidener. Also einfach um Sinn und Bedeutung, das würde man bei Frankl ja vielleicht dann nicht so sagen und auch bei Lengle. Es geht also eher, wie ordnen sich überhaupt Partikel, Informationspartikel oder könnte sogar von außen geschrieben, Reizpartikel, für mich notwendigerweise sinnvoll so, dass eine Ordnung immer wieder entsteht wird. Und das ist natürlich für den Menschen in der Welt, sofern er nicht automatisch reagiert, was ja auch nicht unterschätzt werden soll, ne, aber sofern er reflexiv reagiert oder selber nachdenkt, wieso habe ich so, also die Erklärung reinkommen, hat das immer was mit Sinn zu tun. Und deswegen ist diese Ordnungsentstehung oder Ordnungsumordnungsentstehung oder diese die ständig stattfindende Komplettierung von Ordnung hat immer was mit Sinn zu tun und deswegen Sinnattraktor. Und das ist aber, ne, eher Bedeutung, also eher der kleine Sinn, wenn du so willst. Wie finde ich überhaupt Sinn? Wie ist sinnvolles Handeln möglich? Und nicht der große Lebenssinn. Die Systemtheorie geht ja davon aus, dass sich auf der Makroebene eines Systems komplexe, selbstorganisierte Ordnungen herausbilden können, was dann als Emergenz bezeichnet wird, wobei die Ordnung auf der Makroebene dann wiederum die Ordnung auf der Mikroebene dominieren oder beeinflussen. Könntest du an einem Beispiel aus der Psychotherapie mal verdeutlichen, wie das genau gemeint ist? Typischerweise gibt es ja so leidvolle Gedanken und Vorstellungen. Also, wenn ich das und das tue oder lasse, dann passiert jenes und dieses. Also ich habe für das auf der Mikroebene immer Makro, also Zusammenhänge, warum das so ist, die natürlich dann wieder mein Verhalten oder meine Wahrnehmung oder auch meine Gedanken auf der Mikroebene in hohem Maße beeinflussen. So, und wenn jetzt Umgebungsbedingungen da sind, über Erleben beispielsweise oder auch von mir aus, das ist egal, welche Techniken ich dann verwende, also auch über einen sokratischen Dialog und so etwas, ne? Aber wo sich dieses Makromuster sozusagen ändert, aufgrund von anderen Erfahrungen, was ja bereits auf der Mikroebene ist, dann würde ich auch andere Erklärungsmuster haben, also einen Ordnungsordnungsübergang, der dann natürlich auch wieder dieselben oder die ziemlich ähnliche Erlebens-, Wahrnehmungs-, Ausdruckspartikel, die ich vorher mit dem alten Erklärungsmuster hatte, durchaus jetzt in anderer Weise interpretieren lasse und dann plötzlich nicht mehr so leidhaft sind, sondern dann in ein neues Erklärungsmuster hineinpassen. Also solche Zusammenhänge zwischen der Makroebene, wo die Ordnung da ist, und dem Verhalten, Wahrnehmen, Gedanken, je nachdem wie ich das jetzt thematisiere, auf der Mikroebene, finde ich eigentlich ständig. Die alte klassische Beispiel ist, wo es vielleicht noch klarer zunächst mal wird, zwischen den Tönen und der Melodie. Eine Melodie ist nichts anderes als Töne. Ne? Also entsteht daraus, aber es eben bleibt nicht bei dieser Bewegung stehen, was die Ganzheitspsychologie immer war, sondern die Eigenschaft der einzelnen Töne wird durch die Melodie bestimmt. Also was ein Grundton ist oder was eine Dominante ist oder so, das gibt es überhaupt nur im Rahmen einer Melodie. Ein Ton selber hat die Eigenschaft nicht. Und genauso können wir das natürlich für Gedanken oder für Handlungsschemata, also der Schemabegriff ist was vergleichsweise ähnliches. Er ist nur immer, also ich hätte nichts gegen Schema statt Attraktor. Er wird nur in sehr vielen Fällen völlig missgedeutet, das Schema.
weil vermengt wird die organisierenden Prinzipien und die Ordnung selber im Schema. Das, wenn du in die Literatur guckst, wird das sehr unsauber getrennt und deswegen, ne, aber tendenziell ist das was Ähnliches. Also die Schema-Gedanken dabei Grave oder bei Piaget oder die haben alle geklaut von Bartlett 1900 in den 30er Jahren. Das ist eigentlich entwickelt worden im Rahmen oder stammt aus der Gestalttheorie, ist so etwas, das genau diese Zusammenhänge bottom-up, Ordnung, top-down, wie die Ordnung wiederum die einzelnen Elemente beeinflusst. Und wir finden dasselbe in den Naturwissenschaften auch. Das ist ein sehr spannendes Thema. Was würdest du sagen, welche praktischen Nutzanwendungen sich aus der personenzentrierten Systemtheorie ergeben, einmal für die Forschung und auf der anderen Seite für die psychotherapeutische Praxis? Für beide würde ich sagen, bietet sie einen Rahmen, weniger aus meiner Sicht essentielle Perspektiven auszublenden. Ich habe das ja vorhin gesagt, warum das Zusammenwirken dieser Perspektiven essentiell ist für mich. Also wenn man irgendwas rauslässt, ist das eine unzulässige Reduktion. Und sowohl für die Forschung als auch für die Psychotherapie ist es wichtig, das zu berücksichtigen. Das kann nicht in jedem Augenblick der therapeutischen Situation geschehen, weil ne, irgendwie muss ich mich auch noch etwas konzentrieren und so etwas. Also man kann auch lernen, ein bisschen komplexer sozusagen hinzugucken, aber das ist gar nicht mal so sehr mein Anliegen. Aber wenn ich etwas mache und dann nach Hause komme, in die Supervision gehe oder in die Eigensupervision, also drüber nachdenke, dann zumindest zu gucken, habe ich dann überhaupt, also was hat mir da, habe ich irgendwas Essentielles übersehen, besonders wenn ich unzufrieden bin, habe ich sozusagen irgendeine Perspektive ständig systematisch ausgeblendet. Dann könnte man auch selbst fragen, ja, warum habe ich die gerade ausgeblendet, aber das wäre dann sozusagen Eigensupervision und Therapie, die mit eigenen Problematiken zusammenhängt. Aber theoretisch gesehen, und da sind wir, ne, bei der Forschung fast wiederum, was passiert, wenn ich systematisch irgendetwas ausblende? Und dann ist die Gefahr, forschungsmäßig, dass da Artefakte entstehen, was übersetzt in die Praxis hier bedeutet, ja, dass ich Erklärungen habe, die viel zu allgemein sind als für die Situation, auf die sie eigentlich gestimmt sein sollten. Ne? Zum Schluss hätte ich noch eine persönliche Frage, wenn du erlaubst. Du hast dich ja mit praktisch allen Ansätzen der Psychotherapie theoretisch und praktisch auch auseinandergesetzt, vieles auch selbst erlebt. Was würdest du sagen, was das für einen Einfluss auf dich als Mensch, also als Person hatte, jetzt nicht in dem Sinne als Theoretiker, sondern für dein ganz persönliches Leben? Hatte das einen Einfluss? Also es ist schon bedeutsam. Es ist sicherlich auch nicht zufällig zu dem, wie ich jetzt bin, dass ich mit der humanistischen Richtung angefangen bin, was gar keine, wahrscheinlich für die meisten Leute gar keine bewusste Entscheidung war. Es war einfach das damals, was am naheliegendsten war. Ich hätte wahrscheinlich, wenn mir was anderes nahegelegen hätte, genauso psychodynamisch oder verhaltenstherapeutisch, was damals eben auch gab. Systemische gab es noch nicht machen können. Und das ist immer eine spannende Frage. Ich glaube, das hätte mich auch mehr oder weniger etwas anders beeinflusst. Also insofern soll man das nicht unterschätzen. Kann man das benennen, in Worte fassen, was das eigentlich bewirkt hat? Ist schwer, weiß ich, aber Na, es geht ist das? natürlich, wenn man das dann ernst meint, ist es schon eine dann auch gezwungenermaßen professionelle Frage, wie bestimme ich den Menschen eigentlich, also diese Frage, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Ich glaube mal, wenn ich eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gehabt hätte, wäre ich da später oder vielleicht gar nicht drauf gekommen. Nicht? Also mit dem, was man tut, das hat was auch mit der Komplettierungsdynamik zu tun, mit dem, was man tut, stellt man ganz bestimmte Fragen, gibt ganz bestimmte Antworten, vertieft also etwas. Und das bestimmt auch in hohem Maße, glaube ich, mehr oder weniger die Persönlichkeit. Allerdings darf man eben die frühe Biografie, die für mich eben auch wichtig war, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also so bestimmte Leitsätze mit D und mit T und Muster sind sicherlich in der Biografie auch mit angelegt. Also vaterlos und aufgewachsen und alles sowas, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber nochmal, professionell therapeutisch ist sicherlich der Ansatz, in dem man groß geworden ist, zunächst mal
wichtig. Selbst wenn man dann so einen integrativen Ansatz oder übergeordneten Ansatz hat, wie ich ihn habe, aber trotzdem die Ausrichtung, also diese Personenzentrierung, die ja nicht nur ein Begriff ist, sondern die wirklich da ist, auch nachdenken, was ist die Person denn eigentlich? Und überhaupt der Frage nachzugehen, also im Zentrum zu rücken, meine Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu mir selber, also immer wieder den Fokus auf ganz bestimmte Dinge zu setzen. Ich glaube, das hat schon was mit der bestimmten therapeutischen Heimat zu tun. Deswegen bin ich auch jemand, der meint, man sollte integrativ denken, übergeordnet denken, aber irgendwo eine Heimat auch haben oder auch finden, die irgendwie dann zu der eigenen Biografie, die ja auch was mit der wissenschaftlichen Priorität und so zu tun hat, irgendwie stimmig ist. Ja, dann vielen Dank, lieber Jürgen, für dieses außerordentlich interessante und sehr vielfältige Gespräch. Ja, gerne. Also ich merke auch immer, es ist eben sehr komplex. Ich weiß, das ist manchmal auch für Zuhörer nicht nur angenehm und leicht, die ganzen Zusammenhänge, die ich sozusagen innerlich auch sehe, irgendwie nachzuvollziehen. Deswegen benutze ich auch mal viele Schaubilder, die wir jetzt nicht haben. Aber das Leben ist einfach so komplex, würde ich sagen. Und es inadäquat zu reduzieren, war immer nie meins. Gut so. Ja, gut, Dankeschön.